Wunderschönen guten Tag erstmal alle miteinander. Ich bin von der Partei und möchte euch sagen, wir von der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, kurz die Partei, stellen den Menschen, also euch, in den Mittelpunkt unserer Politik. In Hinsicht auf die ehrenden Werte des Grundgesetzes, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, möchte ich nun einige Worte an die hier versammelten Hanfkonsumentinnen und Konsumenten und deren Freunde und Sympathisanten richten. Wir haben uns hier alle unter dem Motto, wir sind das Hanf versammelt. Ein etwas absurder Slogan, da wir alle keine verbotenen Pflanzen sind. Viele von euch dürften aber so kriminalisiert sein wie eure und unsere Lieblingspflanze. Dagegen wird sich die Partei für euch wehren. Die Strafverfolgung von Konsum und Anbau soll aufgehoben werden. Des Weiteren soll die geringe Menge dem tatsächlichen Bedarf, nämlich einer größeren Menge, angepasst werden. Wir stehen da für ungefähr eine Einkaufstüte für jedermann. Auch ist die Benachteiligung der Cannabiskonsumenten bei der Fahreignung gegenüber Alkoholkonsumenten sinn- und rechtsfrei. Jeder vernünftige Kiffer würde eher bei einem leicht bekifften Fahrer als bei irgendeinem Besoffenen einsteigen. Wir werden diese unsinnigen Gesetze ändern und uns bemühen, einen THC-Grenzwert analog zum Alkoholgrenzwert einzuführen. Immerhin gibt es Leute, die behaupten, bekifft fährt sich's besser. Und überhaupt, was wäre hier los, wenn hier eine Suftparade veranstaltet würde, wie sie jedes Jahr im Oktober in Bayern stattfindet? Weiterhin sehen wir dringenden Handlungsbedarf bei der Anwendung von Cannabis als Medizin. Und selbstverständlich wollen wir die Strafverfolgung von Menschen, die Cannabis aus medizinischen Gründen nutzen, beenden. Für manche oder vielleicht auch alle gilt, Kiffen macht gesund. Vielleicht gilt auch, Kiffen macht blöd. Aber wem hat das schon geschadet, manchmal ein bisschen blöd zu sein? Aber wenn Kiffen blöd macht, ziehen Herr Stoiber und Frau Merkel bestimmt den ganzen Tag eine Tüte nach der anderen durch. Aus all diesen Fakten können wir nur schließen, dass das Verbot des Handels mit Genusshanfprodukten sinnlos ist. Wir stehen deshalb für eine kontrollierte Regulierung und Öffnung des Marktes. Was bedeutet? Freie Abgabe jedweder Hanfprodukte in Deutschland. Auch werden wir die Nutzung von Hanf als Biorohstoff fördern. Dinge wie Fords Hanfauto, Biodiesel aus Hanf, Farben auf Hanfölbasis und Hanfpapier werden den konjunkturellen Aufschwung beschleunigen und uns gleichzeitig aktiven Umweltschutz ermöglichen. Mit der Verteufelung von Cannabis muss Schluss gemacht werden und wird Schluss gemacht werden, sobald wir an der Macht sind. Wir haben schließlich eine Politik des gesunden Menschenverstandes versprochen. Wer mehr über uns, die Parteiwelt, wissen möchte, kann sich mit der Titanic und unserer Webseite diepartei.de auseinandersetzen. Des Weiteren sollte man sich die September-Ausgabe des Hanfjournals nicht entgehen lassen. Hier wird ein Exklusiv-Interview unseres Bundesvorsitzenden Martin Sonneborn zur Drogenpolitik zu lesen sein. Das Team der Die Partei sammelt heute Unterstützerunterschriften, die wir brauchen, um an der Bundestagswahl teilnehmen zu können. Wer von euch also exzellente Drogenpolitik unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, dies bei den netten jungen Menschen mit den Klemmbrettern irgendwo dort drüben zu tun. Unterschreibt und bringt die Partei auf den Wahlzettel. Abschließend möchte ich noch sagen, dass es eine Sauerei ist, dass die Abschlusskundgebung unter so fadenscheinigen Argumenten von den etablierten Parteien verhindert wurde. Mit uns wäre das nicht passiert. Vielleicht habt ihr Lust, die Parade auf der Abschlussparty im JAM am Stralauer Platz 35 gegenüber vom Ostbahnhof so ab 23 Uhr mit uns ausklingen zu lassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, sagt euch die Partei und euer Feind. Und außerdem, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, außer uns. Tschüss.